Ich wollte unbedingt jetzt auch Joko reinbringen mit Mhm. genau demselben natürlich. Und ich glaube, er hat sehr viel Recht, weil eben, also die Idee davon ist ja, du gewinnst so viel Freiheit dadurch, dass du dich an ein paar Regeln selber hältst, beziehungsweise du dir selber ein paar Regeln aufstellst. Und ich glaube, der Punkt trifft auch hier voll ins Schwarze. Weil in dem Moment, wo du dir Zeit nimmst für dein Essen, in dem Moment, wo du dir da selber wichtig bist auf dieser Ecke, in dem Moment hast du vermutlich ein viel nachhaltigeres und erfolgreicheres Werken, sagen wir jetzt einfach am Ende des Tages oder im Laufe des weiteren Tages, aber auch natürlich viele erfolgreiche Tage, die du dann hintereinander bringst. Und nach Tagen kommen dann Wochen, die du sozusagen erfolgreich warst. Nur weil du das tust und wenn du jeden Tag sagst, ah, schauen wir mal, ob es sich so ausgeht, dass ich irgendwo zwischendurch ein Happen esse oder dass ich vielleicht einen, weißt du, so amerikanisch gesehen, ein Sandwich irgendwo verdrücke oder so. Ja, dann wirst du halt mit diesen mittel- bis langfristigen Konsequenzen, glaube ich, davon schon leben müssen. Und nur weil du jetzt ganz kurzfristig sozusagen gesagt hast, ah, na, das engt mich ein sozusagen, engt sich aber dann vielleicht im Leben sozusagen ein, wo du das dann nicht gewinnst. Und es erinnert mich an ein bisschen diese Diskussionen, auch wieder von Cal Newport. Man kann nicht Dinge einfach nur deswegen tun, weil sie einen kleinen Nutzen haben und man dann irgendwie argumentiert, naja, aber dieser kleine Nutzen, der ist schon ganz wichtig, darum muss ich das unbedingt tun. Also er spricht ja da über Social Media und über News und solche Sachen. Ja. So, naja, aber wie soll ich denn sonst wissen, dass irgendwer auf Urlaub war oder so? Naja, wenn es so wichtig war, dann wird es dir schon sagen. Wenn aber der große Nachteil da daneben ist, dass du ständig irgendwie auf Facebook hängst und die ganze Zeit diese komischen Gefühle da mit dir rumtragst, weil alle anderen auf Urlaub sind, diese Sachen, dann steht das im kleinen Verhältnis zueinander. Und du kannst nicht sagen, nur weil es diese kleinen Nutzen gibt, aber diesen riesen Nachteil, deswegen muss ich das machen. Und ich würde es hier genauso sehen. Also ja, natürlich, es fühlt sich, und ich bin auch aus dieser Ecke der Freiheit kommend, fühlt sich natürlich ein bisschen einschränkend an. Aber ich würde mal eigentlich, also jetzt die Woche habe ich ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, und es ist sich noch nicht so ganz ausgegangen. Aber ich möchte noch intensiver jetzt für die nächste Woche darüber nachdenken, wann auch dieser Zeitpunkt sein könnte, weil der erste Tag war ja der Montag, wo ich darüber nachgedacht habe. Und da kam natürlich gleich schnurstracks das erste Meeting um 12:30 dann in die Quere, was einer sinnvollen Planung widersprach. Ja. Aber das ist eben genau der Punkt, ne? Also wenn man sich das irgendwie überlegt, eine vernünftige Zeit findet, das vielleicht im Kalender entsprechend plant, dann glaube ich schon, dass man da ein wichtiges Werkzeug hätte, um dem ein bisschen Ordnung und Rahmen zu geben.